Guten Abend, schöne Frau. Das sieht so aus, als hättest du schon einen besonders guten Abend gehabt. Weißt du, dass das Nachtleben in dieser beschaulichen Idylle sehr attraktiv sein kann? Tatsächlich. Du sollst dich von mir entführen lassen. Wir könnten sehr viel Spaß haben. Für mein nächtliches Entertainment ist ausschließlich Herr Saalfeld zuständig, klar? Gute Nacht. Morgen. Ich habe noch mal über dein Jubiläumsfest nachgedacht. Müssen wir jetzt schon vor dem Frühstück eine Standpauke anhören? Nein. Dann kann ich also mit deiner Zusammenarbeit rechnen? Nein. Ich werde meine 50% Anteil am Fürstenhof verkaufen. Wie bitte? Ja, du hast richtig gehört. Ich teile dir das nur mit, weil dir natürlich das Vorkaufsrecht zusteht. Willst du verkaufen? Wenn du nicht kaufen willst oder kannst, muss ich mir einen anderen Käufer suchen. Überleg's dir gut. Aber nicht zu lange. Wie kann man denn nur so stur sein? Ja, danke. Gleichfalls. Ist nur, weil es ein Sonnenbichler nicht gleich vom Hocker gehauen hat. Ist doch nicht alles verloren. Sag mal, geht's nicht in deinen Kopf rein? Es wird nichts aus meinem Auftritt bei dem Fest. Versteh das halt endlich. Warum gibst du denn so schnell auf? Ich sag dir warum. Weil ich keine naive Träumerin bin, ja? Im Gegensatz zu manch anderen, die sich Manager nennen. Ein Künstler sollte seine Träume niemals aufgeben. Hört ihn euch an, Xaver Steindl, der Poet. Ich will dir doch nur die Augen öffnen. Ja, was willst du denn jetzt? Entscheid dich mal. Soll ich jetzt träumen oder soll ich die Augen offen halten? Ja, gell? Beides, oder? Du nimmst dich überhaupt nicht ernst. Du, ich nehme dich immer ernst, Xaver. Warte mal, bis Nora dein Gesang gehört hat. Mama, hast du schon vergessen? Nein, ist nichts geritzt. Ich habe Stress mit Nora. Das ist doch Schnee von gestern, Tanja. Nein, weil immer noch Eiszeit zwischen uns herrscht. Bitte lass das doch einfach meine Sorge sein. Wieso versuchst du dir nicht einfach mal wenigstens vorzustellen, wie toll das wäre? Tanja Lieberts steht im Rampenlicht vor einem prominenten Publikum. Du bezauberst alle mit deinem Gesang, mit deiner Stimme. Du überwältigst alle mit deiner Performance, Tanja. Du kriegst Standing Ovations von allen. Träum weiter. Es lohnt sich dafür zu kämpfen, Tanja. Überleg mal, der Sonnenbichler da oben auf der Bühne sieht. Robert, bitte geh jetzt nicht! Dieses Hotel hat eine lange Familientradition. Deswegen komme ich mit meinem Angebot zuerst zu dir. Unsere Hoffnung war, dass du in dritter Generation eines Tages dieses Hotel übernimmst. Moment mal, wen meinst du mit unsere? Unsere Familie! Alexander und Laura sind nach Brüssel gezogen. Spar mir dieses Gesülze. Unsere Familie, dass ich nicht lache. Es gibt Schlimmeres. Ja. Barbara von Heidenberg. Bitte fang nicht damit wieder an. Hör zu, du schläfst mit einer Mörderin, der ich hier jeden Tag über den Weg laufen soll. Lass diese unzutreffenden Beschuldigungen und bleibe bitte sachlich. Hier geht es ums Geschäft. Ja, genau. Es geht hier ums Geschäft, nicht um die Familie. Du drehst mir die Worte im Munde rum. Ich versuche nur, die Angelegenheit sachlich darzustellen. Es reicht jetzt. Genau, es reicht. Robert, überleg doch mal. Du bist ein genialer Koch, aber von Geschäften verstehst du nichts. Vater, hopp oder top. Du hast 48 Stunden, um das Geld aufzutreiben. Sag mal, was willst du mit dem Geld eigentlich machen? Zerbrech dir nicht meinen Kopf. Ich habe eine tolle Freundin an meiner Seite. Die ist eine hervorragende Geschäftsfrau. Wir schaffen das schon. Na, das bezweifle ich aber. Du solltest eher an der Frau an deiner Seite zweifeln. Barbara ist seit Miriams Hochzeit pleite. Und jetzt klebt sie wieder an dir. Sollte dir zu denken geben, Vater. Gonna be a bright, sunshiny day.
Also, ich habe mich ja von Xaver breitschlagen lassen, hierher zu kommen. Ungern. Und um ehrlich zu sein, wollte ich das auch nur schnell hinter mich bringen, weil er so rumgenervt hat. Aber? Ich muss zugeben, du hast nicht übertrieben. Womit jetzt? Xaver hat deine Stimme über den grünen Klee gelobt und ja, du bist gut, Tanja. Ja! Und du meinst, du willst jetzt damit sagen, dass ich auf der Jubiläumsfeier singen könnte? Durchaus. Kannst du das bitte nochmal sagen, also nur so zur Sicherheit? Tanja, du bist sehr talentiert und unter Umständen könnte ich mir vorstellen, dass du auf der Feier singst und dabei bist, ja. Unter Umständen? Ja, zum Beispiel diese Gitarre, das geht gar nicht. Also da bräuchten wir auf jeden Fall, wenn, einen Pianisten. Okay, nee, gar kein Problem, der Tarasch, der spielt doch Klavier. So super, das wird der Oberknaller, die Belegschaft als Entertainment-Team. Warum nicht? Okay, also ich lasse es mir durch den Kopf gehen und dann sage ich euch bald Bescheid, ne? Okay. Ja, du bist ein kleiner Star, mein Großer. Nein, nicht übertreiben. Ich muss gleich üben. Hier ist schon ganz schlecht vor Aufregung. Zweite Strophe. Hallo, mein Lieber. Magst du mitkommen? Tut mir leid, Barbara, aber ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Lass mich raten. Robert? Jetzt spinnt er total. Hat es wieder mit mir zu tun? Auch. Wir wussten doch beide, dass er unsere Liebe nicht akzeptieren würde. Er will seine Anteile am Hotel verkaufen. Was? Also, dass er so weit gehen würde, das hätte ich nicht gedacht. Das ist die reinste Erpressung. Er hat mir seine Anteile zum Kauf angeboten, obwohl er genau weiß, dass ich über so viel Kapital nicht verfüge. Was will er denn mit dem Geld machen? Ja, das wird ihm seine Victoria schon sagen. Die ist allerdings geschäftssüchtig, ja. Ich habe mal so viel Stück auf sie gehalten, jetzt fällt sie mir so in den Rücken. Ist doch ganz klar. Robert ist nicht über die Trennung von Miriam hinweggekommen und sie ist schlau genug, um ihn von hier wegzulotsen. Ja, fabelhaft. Ich kann mir doch nicht einfach 5 Millionen Euro aus dem Ärmel schütteln. Deine Geldquellen sind leider auch versiegt. Daran bist du allerdings nicht ganz unschuldig. Ich bedauere wirklich, wie das alles gekommen ist. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich habe auch einiges begriffen. Wo kann ich nur 5 Millionen Euro herzaubern? Hi. Hi. Ich wollte mich bei dir bedanken für deine Hilfe. Ich denke, jetzt wird alles gut. Das freut mich. Und es ging schneller, als wir dachten. Ja. Und ich wollte mich bedanken für die Liste mit den Therapeuten. Jetzt ist aber gut mit Danke. Das war selbstverständlich. Jetzt sei nicht so bescheiden. Du bist ein guter Arzt und ein guter Freund. Danke fürs Kompliment. Und ich bin froh, dass Felix die Notlüge mit München akzeptiert hat. Er weiß davon? Ach so, ja. Als er bei mir in der Wohnung war, hat er deinen Koffer gesehen und da hat er mich direkt darauf angesprochen. Aber er hat mir überhaupt nichts davon erzählt. Ja, das muss nichts heißen. Ich meine, wenn du willst, können wir noch mal mit ihm drüber reden. Nein. Er ist heute Morgen oder so schon so früh los. Ach ja? Wohin? Nach München. Er hat ein Vorgespräch mit einem Therapeuten. So schnell? Sehr gut. Ja. Das finde ich auch. Und ich glaube, Felix schafft das. Klar. Weil er dich hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Macht die Liebe hat. Ja. Danke, dass du mir den Koffer mitgebracht hast. Herr Zerbenkopf. Wir warten auf Sie. Wir haben noch nicht angefangen zu spielen. Einen wichtigen Termin. Aha. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. So, wir können anfangen. Also, ich übernehme die Bank. Einverstanden? Mindesteinsatz 1000 Euro. Kein Problem.
Dr. Feldmann, Ihnen muss ich doch nicht erklären, dass das eine wirklich...